Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shovel Knight Spectre of Torment. Letztes Mal haben wir das gestrandete Schiff abgeschlossen und Polar Knight dazu überredet, sich uns anzuschließen. Und ja, dann schauen wir doch jetzt einfach mal, welchen Level wir jetzt als nächstes abschließen werden. Mit dem gestrandeten Schiff haben wir jetzt sämtliche Level der untersten Schwierigkeitsstufe abgeschlossen. Das heißt, alles was jetzt kommt, bringt mir entweder 3000 oder 2000 Goldstücke ein. 5 Level gibt's noch. Ich glaube, ich mache den Lichthof. Ja, das Ziel lautet der Lichthof. Wirklich dorthin? Ja, wir gehen zum Lichthof. Oha! Kernbewegung! Reese ist da, um den Tag zu retten. Reese? Wie er lebt und lebt. Onkel hat gesagt, dass hier drin böse Mächte am Werk sind. Und wenn irgendwo das Böse sein Unwesen treibt, ist Reese schon unterwegs. Kindisch. Du gehörst hier nicht her. Komm, geh weiter, bevor dir noch was zustößt. Wer wagt es, in meinen Turm einzudringen? Hey, meine Dame, ich bin Reese. Bist du hier, um mir dabei zu helfen, diese Typen zu vertrimmen? Ohohohoho, suchst du jetzt nach einem eigenen Lehrling, Spectre Knight? Der ist doch ein Nichts, nur ein naiver Bengel. Lass ihn, ich bringe ihn selbst wieder raus. Ein Nichts, sagst du? Nun, das reicht mir nicht. Lass uns etwas aus ihm machen, ja? Was? Was tut ihr mir da an? Die Finsternis, das tut weh. Aufhören. Jetzt habe ich es nicht lesen können. So, mächtig. Haha. Also an dieses Gefühl könnte ich mich leicht gewöhnen. Hoch mit den Fäusten, du halbe Portion. Sollen wir mal meine neuen Kräfte auf die Probe stellen? Ah. Ja, verdammt. Ach, der ist ganz nett schnell. Hab dich. Okay, das war schwach von mir. Ganz im Ernst, das war einfach nur noch schwach. Ich habe viel zu viel Schaden eingesteckt. Ach, wie herrlich. Ich bin beeindruckt, Reese. Vielleicht kann ich dich ja in meinem neuen Orden gebrauchen. Mal sehen, dieser nervöse Akolyt ist zweifellos nicht in der Lage, diesen Spiegel zu bewachen. Übernimm du seinen Platz, wenn du magst. Aber natürlich, Herren. Darf ich ihn vernichten? Nicht so voreilig, mein Kind. Er kann im Verlies über sein Schicksal grübeln. Und du, hör auf, Zeit zu vergeuden. Widme dich wieder deiner Aufgabe und pass du mir auch. Und dass du mir ja nicht wieder versagst. Verlies. Was ist jetzt aus diesem Akolyth geworden? Kann ich den irgendwo finden? Ich erkunde jetzt einfach mal ein ganz kleines bisschen. Vielleicht finde ich ja irgendjemanden. Da
haben wir nach wie vor Polar Knight. Da geht es nicht hoch, da kann ich nichts machen. Kann ich da hoch? Ah, da kann ich hin. Okay, cool, das wusste ich jetzt gar nicht. Willst du so cool wie ich sein? Dann drückt man im Sprung von einem Geländer um ein paar krasse Trans. Okay. Was ist hier hinten jetzt? Ah, willkommen. Nur wenige besuchen das endlose... Was? Parapet. Okay. Doch für die Unverzagten habe ich mir eine kleine Zerstreuung einfallen lassen. Als ob die Verzauberin Zeit für Zerstreuungen hätte. Ich bin hier schon viel länger als die. Ich belohne nur alle, die die Nervenkitzel suchen. Und niemand tut mir ein Leid. Willst du es versuchen? Vielleicht gibt's ja eine Belohnung. Okay, machen wir einfach mal. Hurras. Ah, dann wollen wir beginnen. Bitte begib dich auf die Plattform. Okay, was muss ich jetzt machen? Ach, ich muss da hoch. Deine Leistung war bewundernswert, doch das Ziel hast du verfehlt. Vielleicht versuchst du es später noch einmal. Das will ich jetzt gleich nochmal versuchen. Okay. Nein? Ach, komm schon. So einfach wird es nicht. Ich glaube, da muss ich später nochmal hinkommen. Egal. Wir haben einen weiteren Schädel. Und... Tja, gibt es hier sonst noch irgendwas? Truhenfuchs. Naja, machen wir jetzt erstmal den nächsten Level. Nun denn, Scherge, heraus damit. Wohin soll es als nächstes gehen? Ich bin bereit, wir gehen auf den Lichthof. Das Ziel lautet der Lichthof. Wirklich dorthin? Ja, dahin wollten wir vorhin ja schon. Und wieder ein Remix. Also dann. Gut, dich nehmen wir mit. Okay, da unten ist noch was. Das nehme ich mit. Gibt's hier sonst noch was? Ja, da ist auch noch... Zu viele Geister. Zu viele Geister. Okay. Ah, da drüben brauche ich ja so gar nicht hin. Okay. Gut, da ist aber doch garantiert was. Ja.
Also dann, weiter. Sonst hier nichts mehr? Nein, scheint nicht so. Gut, weiter geht's. Ja, da ist auch noch was. Und der ist so doof und springt einfach darunter. Toll gemacht. Ja, einfach weiter so. Ach nö. Genau, das Gimmick habe ich schon im Hauptspiel gehasst. Da komme ich nicht hoch. Okay, wenigstens haben wir jetzt hier schon mal den Schädel. Okay, jetzt sehe ich wieder nichts. Okay. Und weiter geht's. Hier ist nichts. Ah! Zombies! Die waren im Hauptspiel nicht dabei. Verschwinde! Ah! Geh weg! Böses Zombie. Erstmal heilen. Da ist aber garantiert noch was. Ja. Und ich hätte mich nicht heilen gebraucht. Egal. Okay, das ist einfach. Yep. Okay. Da ist sonst nichts mehr. Ach, ich mag diese Geister nicht. Und diese Zombies mag ich auch nicht. Die halten viel aus. Die halten echt viel aus, diese Zombies. Aha, okay. Gut zu wissen. Aha. Gut, also ich nehme mal, da rechts geht's weiter, also erstmal hier erkunden. Nein, so nicht. Warte, andersrum vielleicht? Ja, geht doch. Okay, anders so. Ja, hab's. Och nö. Ich hasse so etwas. Ich hasse dieses Gimmick einfach. Ich kann es nicht leiden, wenn ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Das macht mich rasend. Und da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr hochgehen, weil das Zeugs kriege ich nicht mehr. Oh, blödes Viech. Oder? Schauen wir einmal ganz kurz hin. Ja, nee, das Zeug kriege ich nicht mehr. So. Scheiß Geist. Scheiß Dunkelheitsgimmick. Egal. Jetzt heilen wir uns erstmal wieder.
Aha. Plattformen sind die Plattformen sind da nur teilweise da. Du blödes. Du bescheuertes Arschloch. Oh, lass mich in Ruhe, ihr nervigen Zombies. Geht mir ganz gehörig auf den Sack. Drecksviecher. Oh, behindertes Zombieviech. Und wieder Geld, das ich nicht wiederkriege. Das ist so nervig. Och, leck mich doch am Arsch. Ich mag diesen Level nicht. So, wenigstens habe ich den Schädel. So, weiter geht's. Und wieder dieses scheiß Dunkelheitsgimmick. Ja, genau. Piss dich ja, du blöder Zombie! Drecksviech. Aha. Ah, okay, jetzt aber. Ja. Gibt's hier? Nein, gibt's natürlich nichts mehr. Aber hier gibt's noch was. Ja, ein blöder Gegner. Und jetzt muss ich wieder da oben durch. Also gegen diese Barrieren, die erst nachdem man sie passiert, sichtbar werden, habe ich nichts. Aber ich hasse dieses scheiß Dunkelheitsgimmick. Und ich hasse diese Geister. Konnte ich aber schon im normalen Spiel nicht ausstehen. Was ist das jetzt? Aha, das kommt nach einer Weile einfach wieder, okay. Komme ich irgendwie darüber? Ach ja. Ich stelle mich manchmal auch echt blöd an. Komme ich darüber? Natürlich komme ich darüber. Ich nicht so an. Okay, so wäre das nichts. So, da oben lang. Ach, komm, heb dich doch einfach an der Leiter fest. Na, also geht doch. Und endlich mehr Finsternis. Endlich! Wurde auch mal Zeit. Gut, weiter geht's. Sonst ist hier nichts. Aber da unten hin will ich auf jeden Fall. Schon nicht schlecht, die Klaue hier aufzurüsten.
Das ist jetzt auch ein Gimmick, mit dem ich einigermaßen zurechtkomme. Jetzt muss ich überlegen. Ah, okay. Also der Aufwärtsangriff macht das auch weg. Okay. Da ist auf jeden Fall noch was versteckt, das will ich haben. Ach, du blöder Geist. Drüben habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal meinen Speicherpunkt. Ah, so komme ich da runter. Ich habe mir doch gedacht, irgendwie wird es doch garantiert auch noch runtergehen. Und hier ist nur Gold. Aber kann ich ja gebrauchen. Ich habe vorhin eine ganze Menge verloren. Ja. Das habe ich jetzt gerade nicht wirklich bemerkt, dass ich schon so wenig Leben habe. Gut, hab dich. Und auch wieder... Nein, dich nehme ich... Komm schon, komm schon. Das nehme ich auch noch mit. Und hoch jetzt. Jetzt geht's weiter. Na los, komm. Das war jetzt einfach nur dumm und überflüssig. Ich will mal was ausprobieren. Aha, okay. So geht das. Verloren. Ach, das regt mich so auf. Das ganze Gold, das ich hier überflüssigerweise verliere. Du bist weg. Jetzt regt's mich dann aber wirklich auf. Ach komm! Ich hasse diesen Scheiß. Dieses scheiß Gimmick. Warum sieht man hier nichts? So. Hab ich wenigstens ein bisschen was von dem Zeug wieder zurückgeholt. Unsichtbarkeitsgimmick. Okay, und jetzt haben wir nicht Spectre Knights, sondern Phantomschläger vor uns. Jetzt bin ich mal gespannt. Was hast du uns zu sagen? Ein Überraschungsangriff? Das passt mal so gar nicht zu einem ehrenwerten Krieger, wie ich
wie ich einen zu treffen gehofft hatte. Ach, der Spuk spricht von Ehre und hat doch selbst keine mehr. Du fristest und fristet sein Dasein als Laufbursche. Ich lade dich lediglich ein, deine Versuche fortzusetzen. In Diensten der Verzauberin. Ihre Macht ist beispiellos. Und sie glaubt, ich lasse mich von diesem windschiefen Klapperskelett einschüchtern? Deine Macht ist eine Lüge, doch meine kommt aus meinem Inneren. Komm, ich zeig's dir. Boah, fuck, ja genau. Okay. Okay. Oh. Das ist ganz schön viel. Das ist aber ein ganz schönes Gewitter, was der hier einen auf den Hals setzt. Finde ich aber echt gut, dass sie den Bosskampf hier erweitert haben von dem, was er im normalen Shovel Knight war. Hab dich. Okay. Keuch, im Kampf magst du es mit mir aufnehmen können, doch du und deine Kohorten, ihr taugt nicht dazu, über diese Lande zu herrschen. Deine Tage sind gezählt, du Jammerlappen. Ich aber bin frei und werde deinesgleichen ausmerzen. Und er verschwindet einfach. Die Verzauberin wird das garantiert nicht gutheißen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, nein. Sie meckert uns nicht an. Das nehme ich doch einfach mal so hin. Jetzt möchte ich aber erstmal schauen, habe ich hier auch alles gesammelt? Also ich habe auf jeden Fall das Irrlicht gefunden. Das kommt schon, Rhys. Ja, ich habe im Lichthof alles gefunden. Okay. Dann bleiben noch der Eisenwall, die verlorene Stadt, Flugmaschine und der Uhrenturm. Jetzt will ich aber dieses Minispiel noch einmal probieren. Oha, was ist denn hier los? Super Skelett. Ich bin der Phantomschläger. Njahaha. Ja, ich weiß. Ich bin nicht wirklich der Phantomschläger. Habe ich dich dran gekriegt? Wenn du hier bist, wer bewacht dann mein Versteck? Super Skelett. Ah! Okay. Okay, und du? Ah, Spectre. Ich arbeite an meiner Technik für einen neuen Killer-Move. Jetzt pass mal auf. Der Kuss des Todes. Was? Jetzt. Galle. Okay. Mein Opfer soll sterben, nicht ich. Jetzt bin ich gleich doppelt tot. Ja, nun, Übung macht den Meister. Okay. Und was hat die gute Frau hier zu sagen? Hallo, ich habe gesehen, wie du über den Lichthof gerast bist. Du musst Spectre Knight sein. Ich bin ja so froh, dich endlich zu treffen. Es ist so wichtig, die Moral hier zu halten, also herzlich willkommen. Komm, ich teile meinen größten Schatz mit dir. Tanzenden. Okay, das ist nicht schlecht. Spectre Knight schaut einfach weg.
gute Dame aus dem Dorf vom normalen Spiel. Schnauf, nun schnauf, da kommt das Blut in Wallung, was? Das macht mich ganz krank. Das hier ist doch nicht der Ort für deine albernen Narrenheiten. Pack dich! Was? Aber, was zum... Ich wollte doch nur... Muss ich dich erst wegschaffen lassen? Wie konntest du nur? Weißt du, ich habe diesen Tanz extra für dich einstudiert, du Monster! Ich werde mich rächen! Du bist entschlossen und im Triumph cool geblieben. Halte für diese Fähigkeit unten gedrückt. Wir haben die Fähigkeit bekommen, cool rumzustehen. Wie bescheuert ist das denn? Ach du meine Güte. Einmal will ich dieses Spielchen jetzt hier noch probieren. Also gut. Versuchen wir es. Okay. Nein, so nicht. Warte, da einfach hoch. Genau. Okay, ich bin jetzt schon wesentlich besser als beim letzten Mal. Aber immer noch nicht wirklich weit. Da muss ich wohl noch ein ganzes bisschen üben, bis das bei mir klappt. Ach ja, Sensen surfen. Finde ich aber echt eine coole Idee. Panzer. Durch Vergolden zeigt man der Welt, dass man's ernst meint. Ohne funkelndes Gold kein Königreich. Okay, mehr Gold. Yay. Aspekt, ich habe dann meine... Jetzt pass mal auf. Der Kuss des Todes. Und... nochmal das Ganze. Okay. Ja, mehr passiert da scheinbar nicht. Aber ich will mir... Ach nee, ich mach die Episode jetzt vorbei, die dauert schon lange genug. Ja, das war's dann für heute bei Spectre Knight. Ich kann nicht mehr richtig reden. Das war's mit der heutigen Episode von Shovel Knight, Spectre of Torment. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.